Das Coronavirus beschleunigt den Abstieg der USA von der absolut dominanten Supermacht zu einer Weltmacht. Denn dieses Leben über die eigenen Verhältnisse, dieses konstante Leben auf Pump, das wird deutlich schwieriger. Und wir werden heute wahrscheinlich mit den US-Erstanträgen das erste faktische Anzeichen dafür sehen, dass es runtergeht von der Supermacht in Richtung Weltmacht mit einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zukunft. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was heute, ja, und auch in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen zu erwarten ist. Wir hatten ja gestern diese Rallye-Fortsetzung, vorgestern diese massive Rallye, jetzt erstmals zwei Tage hintereinander positive Kurse. Aber wir sehen in Asien negative Vorzeichen. Da dürfte es zur Eröffnung auch beim DAX ein bisschen nach unten gehen. Aber schauen wir uns mal an, was jetzt heute vor allem wichtig ist. Und da ist um 13.30 Uhr wichtig, vor allem sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Schauen wir uns mal die Schätzungen an. Die liegen so zwischen 1,5 und 4,2 Millionen neuen Erstanträgen in der abgelaufenen letzten Woche. Das heißt, wir haben hier einen massiven Sprung von Erstanträgen. Die Schätzungen, wie gesagt, variieren sehr, sehr stark. Deswegen dürfte auch die Reaktion des Marktes auf diese Daten extrem stark sein. Das sind ja sozusagen die Anträge, die Initial Jobless Claims, die neu gestellt werden. Dann gibt es sozusagen noch die, oder gibt es noch die Continuing Claims, also diejenigen, die fortgesetzt Anträge auf Arbeitslosenhilfe stellen. Aber jetzt ist interessant eben, wer zuerst jetzt mal diese Anträge auf Arbeitslosenhilfe stellt. Was ist das? Das wollte ich nicht, dann mache ich es weg. Und weg ist es. Jedenfalls wird das die relevante Zahl sein heute. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Dinge bisher gelaufen sind in den letzten Wochen, dann sehen wir hier die Erstanträge in den letzten Wochen. Die waren historisch gesehen sehr, sehr niedrig. Wir waren immer nur so knapp über 200.000 in der letzten Woche oder vor einer Woche dann die Veröffentlichung mit 281.000. Aber da war von Coronavirus noch relativ wenig zu sehen in den USA. Und inzwischen sind die USA eben gewissermaßen das Epizentrum des Coronavirus, und das ist das riesige Problem, das jetzt wahrscheinlich auch die Wall Street hat. Schauen wir uns mal hier ein paar Dinge an, die auf diesen relativen Abstieg der USA hindeuten. Da ist zum Beispiel die Abstufung von dem Autokonzern Ford auf Junk durch S&P. Ford hat knapp 100 Milliarden Schulden, und das Geschäftsmodell von Ford, das gerät jetzt doch durchaus ins Schwanken. Die US-Autokonzerne haben ja viel mehr Geld verdient durch Kredite als durch die Verkäufe von Autos. Man hat den Leuten billig Autos angeboten mit deutlichen Abschlägen auf den Preis, hat aber dann die Finanzierung selbst übernommen, praktisch durch die Ford-Bank, oder es gibt hier in Deutschland die VW-Bank. Nun ist es aber so, dass eben diese Rückzahlungen für diese Banken, die diese Autos finanzieren, deutlich schwieriger werden. Jetzt jedenfalls ist Ford auf Junk abgestuft. Hier in Deutschland läuft bei Ford gar nichts mehr. Da sind nur noch ein paar Verwaltungsleute, die als systemrelevant gelten, aktiv. Der Rest ist Shutdown. Man hat die Werke geschlossen und wird jetzt erst Kurzarbeitergeld beantragen. Aber jedenfalls, Ford ist das Sinnbild für diese massive Schuldenwelle, die da zu explodieren drohte. Die Hälfte aller Investment-Grade-Anleihen waren Triple-B-Anleihen, also die letzte Stufe vor Junk, die letzte Stufe, bevor das sozusagen Müll ist. Nicht mehr Investment-Grade, sondern Speculative-Grade, wie die Amerikaner sagen, also spekulativ, mithin also hochriskant. Jetzt ist der Ford hochriskant und ist es der erste große gefallene Engel sozusagen, der nach Kraft Heinz jetzt in diesen Junk-Bereich mutiert. Wolfgang Müller hat über diese Anleihesituation Triple-B-Risiko bei Finanzmarktwelt geschrieben. Das sind sehr, sehr wichtige Prozesse, weil jetzt praktisch diese Schuldenbombe explodiert, und das sehen wir dann an diesen Rating-Abstufungen etwa durch S&P. Inzwischen ist die Situation in New York teilweise apokalyptisch. Hier ein Artikel der New York Times, der beschreibt, wie in einem Krankenhaus in Queens, das praktisch aus allen Nähten platzt. Jetzt werden alle Patienten, die vorher in diesem Krankenhaus waren und nicht Coronavirus haben, verlegt. Gleichzeitig mangelt es an Equipment etc. Vor dem Krankenhaus steht ein LKW mit Kühlanlage, wo die Leichen gelagert werden. Die Zahl der USA steigen massiv, auch in Deutschland ist die Zahl wieder deutlich gestiegen. Die neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts
Ich glaube, es waren so über 5000 neue Fälle. Todesrate bleibt allerdings relativ klein, aber in den USA explodiert das jetzt gerade. Das ist ein Artikel, der nicht frei lesbar ist in der New York Times. Da muss man sich anmelden. Jedenfalls ein schockierender Bericht, der mental auch bei den Amerikanern seine Spuren hinterlassen wird, weil eben die Situation jetzt wirklich zu eskalieren droht. Hatte nicht Larry Kudlow noch genau vor einem Monat am 25. Februar gesagt, alles ist unter Kontrolle, Trump ja auch. Wir haben derzeit die Zustimmungswerte von Donald Trump relativ hoch bei 60%. Warum ist das so? Weil die Leute noch die Geldreserven haben in den USA, wenngleich für viele die sehr, sehr schmal sind. Aber man hat noch etwas Geld und jetzt kommt diese Hilfszusage durch diese Bill, die massiv ist. Das heißt, man hat noch Geld und erwartet Geld. Dementsprechend ist die Stimmung schlecht. Aber es wird dann so sein, dass das Geld ausgeht, dass man also länger kein Geld verdient und dann auch das Geld aufgebraucht ist, das man von der Regierung bekommt. Wer sind die Profiteure dieser Bill, die gestern nochmal in Gefahr war? Das war auch der Grund, warum dann die US-Indizes nochmal nach unten gegangen sind, weil Bernie Sanders und die demokratische Abgeordnete Octavia Cortez ein bisschen Schwierigkeiten gemacht haben. Da ging es mit den Märkten nochmal nach unten, aber der Senat hat jetzt schon mal mit 96-0 Gegenstimmen diese Geschichte verabschiedet. Wahrscheinlich werden wir am Freitag dann das Abgeordnetenhaus sehen, das eben auch zustimmen wird. Und wer profitiert davon? Das sind zunächst mal eben Bürger und Gig-Workers, also Leute, die sozusagen in der Unterhaltungsindustrie der Fall sind. Die Airlines werden profitieren. Wir haben derzeit etwa 10% des normalen Flugvolumens in den USA. 90% findet also nicht statt. Small Businesses get cash. Injections, also die kriegen kurzfristig auch Geld. Wir sehen dann, dass Mortgage Relief ist der Fall sind. Das heißt, diejenigen, die Hypothekenkredite haben, müssen die erstmal nicht zurückzahlen. Das ist ungünstig für diejenigen, die auf diese Einnahmen dann wieder angewiesen sind, weil sie eben Vermieter sind, etc. etc. Emergency Aid for Farmers, also es wird nochmal die Landwirte gestürzt. Es werden lokale Verwaltungen gestürzt. Wer verliert, ist einerseits Donald Trump. Die Demokraten haben genau darauf geachtet, dass Donald Trump nicht persönlich mit seinem Besitz von dieser ganzen Regelung profitieren wird. Die Ölindustrie wird verlieren und auch die erneuerbaren Energien sind auf der Verliererseite dieses Pakets, das wahrscheinlich am Freitag verabschiedet wird. Schauen wir uns mal die Marktstruktur an. Was wir hier sehen, ist doch ein ziemlich paralleler Verlauf zum Jahr 1929, Weltwirtschaftskrise. Es gibt Unterschiede, klar. In der Weltwirtschaftskrise war es vor allem so, dass die Notenbanken nicht so massiv agierten mit der Liquidität. Das war dann eine andere Situation. Aber in der Weltwirtschaftskrise war auch nicht plötzlich alles auf Stopp von einer Sekunde auf die andere, sondern das war ein längerer Prozess hier, jedenfalls der Dow Jones. Wir sehen jetzt die größte Zwei-Tages-Veränderung beim Dow Jones nach unten kürzlich seit der Finanzkrise, jetzt nach oben seit den 1930er Jahren beziehungsweise seit 1929. Also diese Vergleiche, diese historischen Vergleiche mit 1929, die sind schon nicht so verkehrt. Wir sehen, dass jetzt das erste Mal seit 32 Handelstagen der Dow Jones zwei Tage hintereinander wieder zulegen konnte. Man nennt das Back-to-Back-Gains. Das gab es zuletzt im Jahr 1984, da waren es 33 Tage, dann 1969 auch 32 und ansonsten das Jahr 1931, da waren es 33 Tage, also die Bezüge sind da. Was mich skeptisch macht jetzt im kurzen Zeitfenster für diese Rallye ist, dass der VIX gestern trotz steigender Aktienmärkte nicht wirklich runtergekommen ist. Man muss also sich weiter absichern, wie es scheint. Wir haben nach wie vor Schieflagen, nach wie vor Hebelungen, die zu enthebeln sind und die noch enthebelt werden müssen. Die Börse geht meistens den Weg des größten Schmerzes und wir haben nur einen Teil des Schmerzes gesehen. Wir sind jetzt in der zweiten Welle, die erste Tsunami-Welle nach unten in Bärenmärkten, die zweite eine Rallye aufgrund der überverkauften Situation und wir stehen dann noch vor der dritten Welle nach unten. Wir haben in Europa die Situation und das gilt vielleicht insgesamt, dass diejenigen, die einigermaßen gut dastanden, dazu zählt auch Deutschland, weiter zumindest relativ gut dastehen werden. Natürlich werden die auch absteigen werden, die relative Verluste haben, aber diejenigen, die schwächer sind wie Italien und auch Spanien, die werden noch weiter absteigen. Jetzt ist ja die Diskussion über Eurobonds, also Deutschland soll garantieren, das lehnt Deutschland nach wie vor ab. Dann ist die Diskussion, ob man OMT
jetzt aktiviert, was unter anderem Mario Draghi gefordert hat in einem Artikel der Financial Times, also Outright Monetary Transmission, so hieß es, glaube ich, aus dem Jahr 1912, sondern diesmal 2012, als die Krise in der Eurozone so massiv eskalierte, hatte man diesen Mechanismus eingebaut als Potenzial, hat den aber nie abgerufen, also dieses OMT ist nie abgerufen worden, besteht aber als Potenz sozusagen in der Verfassung. Schauen wir uns noch etwas an, was wichtig ist, Selbstversorgung gefährdet. Gestern ja der Beschluss der Bundesregierung, keine ausländischen Erntehelfer mehr rein. Jetzt fordern schon erste Medien, naja, Asylbewerber und Arbeitslose. Nachtigall, Ekör, der Trapsen hat sich abgezeichnet. Wir werden jetzt praktisch eine Umschichtung haben von Transferempfängern hin zu den Menschen, die sozusagen jetzt eben dann aufs Feld müssen. Schauen wir uns nochmal schnell die Charts hier an von capital.com. Das wollte ich nicht unterlassen, denn es ist spannend. Wir starten mal mit dem Dow Jones. Das ist der DAX, 9.583 Punkte aktuell. Wir sehen, wie gesagt, im asiatischen Handel geht es ein bisschen zurück. Schauen wir uns noch schnell den Dow Jones an. Da sind wir bei 20.928. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.0915. Gold bei 1614 kommt auch leicht zurück und das amerikanische Crude Oil bei $24,77. Also die Lage ist nach meiner Auffassung so, dass wir jetzt schon einen großen Teil dieser Rallye, dieser Überverkaufszeitsrallye abgefrühstückt haben. Die Amerikaner leben ihre eigenen Verhältnisse, das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Die anderen haben es bezahlt. Jetzt hat sich Donald Trump, hat sozusagen diese Hybris noch auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, ja, wir leben über unsere eigenen Verhältnisse, ihr bezahlt, ihr müsst mehr bezahlen. Das ist sozusagen derjenige, der in der Kneipe säuft, anschreiben lässt und sich dann beim Wirt beschwert, dass der unfair zu ihm sei. Das wird auf Dauer nicht mehr gehen. Wir sehen, dass ausländische Zentralbanken US-Staatsanleihen verkauft haben. Die Fed ist in diese Lücke gesprungen. Jedenfalls, wer in den USA schon mal war, der weiß, wenn er einen Wasserhahn aufmacht, dann kommt da gleich ein ganzer Wasserfall entgegen. Also dieses höher, größer, schneller, weiter, wer sich ein Getränk bestellt, unter einem Liter geht das eigentlich gar nicht. Dieses überdimensionierte Schönaufpump, das schon in der Immobilienblase zum Ausdruck kam, als jeder Amerikaner, auch derjenige, der sich das nicht leisten konnte, eine Immobilie hatte. Das war Ideologie, Staatsideologie, auch durch Clinton schon eingeleitet. Wir sind die Supermacht, also muss jeder Bürger auch ein Haus haben. Und wir erleben jetzt den relativen Abstieg eben, das ist meine These, von der absoluten Supermacht zu einer Weltmacht, die nach wie vor sehr wichtig wird, die aber ihren Lebensstandard, ihren Lebensmodell nicht mehr so wird erleben können. Und heute die Zahlen dürften das erstmals erweisen. Ich wünsche einen wunderbaren Start in den Tag, sage ich jetzt, und sage Servus und Ciao.